Sag ich auch immer, Sauerkampfdrohne, komm mal her. Na du, hast du ein paar Muskelzuckungen? Scheiße! So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Version. Eigentlich hatte ich heute ja vor, Infamous zu bringen. Allerdings ist jetzt dieses Wochenende das wunderbare neue Call of Duty Black Ops 3 rausgekommen. Deshalb habe ich mir gedacht, muss ich das unbedingt mal online zocken. Ich habe ein klein bisschen vorgearbeitet, wie man da oben seht. Seht, ja, ah, gutes Deutsch. Sieht, bin ich Stufe 17. Hab mir auch schon mal ein kleines Ding. Wir haben natürlich Team Deathmatch. Klassiker. Seht ihr? Das ist richtig geil. Kaum eingestiegen, schon ist man im Spiel drin. Zack. Spielstart in 2-1. Zack, go. Ne? Und schon geht's los. Das ist das Tolle, wenn es ganz frisch raus ist, dann ist das so begehrt. Jeder will's zocken. Man ist einfach voll mittendrin direkt. Sag, du nervst mich. Schöner Name, Reiniger. Alter, Reiniger, die Klasse habe ich noch nie gesehen. Ich bin übrigens ein Sturm. Bedeutet, ich bekomme irgendwann so ein Elektro-Gewehr mäßig wie so ein eine kleine, stärkere Version von einem Taser. Ich habe natürlich alle anderen, wie man sieht, gemutet, weil ansonsten kreischen die nur dumm in der Gegend rum und dann würde man mich nicht verstehen, was natürlich sehr traurig ist. Das ist nicht schön. Gut, wie immer, Tarkesse 1991, falls ihr mich adden wollt, weil ihr es auch spielt oder so, kein Plan. Es geht los. Meine eigene Nummer 1. Oh! Alles klar, mein Internet scheint etwas zu hängen oder so. Das Krasse an dem Black Ops und Call of Duty insgesamt ist, dass die Map oben mit dem Radar nicht so detailreich ist wie jetzt, wie gesagt, so präzise wie beispielsweise Destiny. Bedeutet, ich sehe genau von wo die kommen. Nein, hier ist es immer wieder eine kleine Überraschung, von wo der Gegner sich anstiehlt. Sagen wir es mal so. Ja, genau. Falls ihr euch wundert, ich halte immer ein bisschen die Luft an. Bahn, ihr Leute. Direkten Lauf hier oder was? Alter! Verdammt, doch kein Lauf. Ja. Okay, wahrscheinlich. Gerade leicht übersteuert das Mikrofon. Ja, ich will euch nur ein bisschen das zeigen hier so ein bisschen und ein bisschen upraven, weil ich kann einfach nichts anderes zocken in letzter Zeit. Ich bin total drauf hängen geblieben, genau wie damals auf Destiny. Bin ich auch total drauf hängen geblieben. Ich konnte einfach die ganze Zeit nichts anderes mehr zocken. Weil es einfach von allein von der Grafik her finde ich es einfach sowas von umwerfen. Das ist der reine Bringer. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich nicht da schon wieder sterbe. Ja, vielleicht bin ich doch etwas gestorben. Wo ist der Babsack? Der muss da irgendwo rumschleichen, bestimmt. Wo ist er? Wo bist du, du Hundesohn? Ein kleiner dreckiger Sommer, wie immer dieselben Weg. Ah, genau, auch cool, finde ich. Einfach zack. Meine kleine Schubdüsen. Ich bin ein fliegender Vogel. Ich bin frei wie ein Vogel. Ich singe wie ein Vogel. Nein, eher nicht. Ich singe eher wie eine kranke Ratte oder so. Das würde eher hinkommen. Oh, da hinten ist einer gestorben. Bedeutet, da ist ein Gegner. Muss ich gleich mal schauen gehen. Und sie wegballern. Ohne Chance, jetzt voll wegkloppen hier ohne Ende. Okay. Ja, aha. Da drin muss er sein, der Gegner. Ist er da? Okay. Ja, ich schätze. Ja, erwischt. Oh, jawohl, noch einer. Jetzt aber schnell nachladen, weil da kommt wahrscheinlich gleich jetzt voll der Sturm hier. Sturm, nein! Von der Frau erschossen worden. Da seht ihr es nochmal. Zack, ganz elegant umgemäht. Egal. Mir ist aufgefallen, durch Destiny habe ich ein klein wenig Übung in den Ego-Shooter bekommen, weil vorher habe ich ja nie Ego-Shooter gezockt. Ich war ja vorher immer eher so der Story-Mensch. Ego-Shooter habe ich ja immer total verabscheut. Weil es einfach so war, dass ich total schlecht drin war. Mittlerweile geht's eigentlich. Ich meine, ich überlebe sogar manchmal ein paar Situationen. Wie das jetzt zum Beispiel. Das hätte ich früher nie überlebt. Doch wahrscheinlich schon. Alter, was war denn das? Okay. Oh, sturmbereit. Seht ihr, das hier ist meine Elektroknarre. Die ich jetzt benutze, um die Gegner etwas zu schocken. Hey, hallo. Keine Bewegung.
Polizei, ich habe einen Elektroschocker. Hallo? Hallo? Danke. Hat der mir gerade in die Eier geschossen oder was? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Okay. Gut. Auf jeden Fall, wie man gerade gesehen hat, war der Einstieg von mir bei weitem besser als der Rest jetzt bisher. Komm, ich gebe die Deckung. Ah ja, Wortspiel. Mädchen, und ich gebe die Deckung. Erwischt. Alter. Deckung, Deckung, Deckung. Der Reiniger erwischt und... Alter, der hat mich doch noch entflammt. Ganz, ganz fies. Aber ich habe ihn erledigt, sodass er den anderen Freunden nichts mehr tun kann. Denn es ist immer schlimm, wenn er den Freunden etwas tut. Alles klar, immer schön auf den Radar achten. Oh, da ist war jemand. Ja, das Spiel ist halt wirklich so ein bisschen Highspeed-mäßig. Mit Bababab macht's und zack liegen die Leute. Das ist ja das, was ich so ganz, ganz toll finde irgendwie. Da ist einer gerannt. Ha. Oh. Da war noch einer. Gut. 42 zu 50. Das ist gar nicht mal so gut. Bitte. Oh, wer hat mir da gerade den Arsch gerettet? Sehr, sehr freundlich. Danke, danke, danke. Oh, da geht's ja auch lang. Bin ich die Map schon 20 Mal so in der Art oder 600.000 Mal gezockt, noch nie da lang gelaufen. Bam, 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 bam. Alter, was war das? Oh, diese Drecksau. Hat er mich wohl doch bemerkt, ne? Ich habe natürlich gedacht, jo, der merkt mich nicht, ich kann da einfach dran vorbei. Du, wie es aussieht, hat er mich doch bemerkt. Was man an seiner ganz, ganz fiesen Art gesehen hat, sich zu verstecken. Ich finde hier der Eingang so cool. Zack, und durchgeflutscht und weitergesprintet. So richtig schön flutsch und weg. Erwischt. Kopfschuss. Ui. Oh, das war bestimmt der gleiche. Oh ja, das ist, glaube ich, dasselbe. Ja, da war er wohl etwas angepisst, der Junge. Ich meine, warum? Warum ist er so angepisst? Ich gehe lieber darum, weil da vorne ist einfach viel zu offen. Da sind da sonst lauter Gegner und erwarten mich. Also, ha. Flutsch, flutsch, flutsch. Hallo? Ist da jemand? Da muss jemand sein, weil da ist gerade jemand gestorben. Ja, da ist er vorbeigeflutscht. Sturm geladen. Ab und zu habe ich gehört, sind da so ein paar Camper. Sie schlagen uns. Apropos Camper. Nein, ich bleib jetzt nicht da stehen. Na, Leon. Alter. Erwischt. Ha. Seht ihr, so ist das dann, wenn man den schockt. Den jungen Mann. Mal kurz in die Mangel genommen. Und gesagt, ey Junge, willst du einen Elektroschock? Oh. Ah, 7 zu 3. Okay. Der hat wohl auf mich abgesehen, der Babsack. Ah, das ist schon wieder dieser. Mama sagt, du nervst mich. Alles klar. Achtung, Was? Splittergranate! Alter, wo? Wo? Was will uns dieser junge Mann Feindliche mit Drohne dieser Botschaft hinter sich. mitteilen? Feindliche Das Vorräte würde mich hinter uns. interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Okay. Ich weiß, ich laber wieder ein bisschen Haufen Scheiße. Gut. Ich hab ihn noch erwischt. Ich hab. Alter, jetzt haben wir auch noch verloren. Das ist traurig, aber Hauptsache, die Mama sagt, du nervst mich. Alter Schlappe. Leute, Leute. Da ist er, Mama sagt, du nervst mich. Oh. Da sind ein paar von mir direkt reingerannt. Sehr geil. Schön. So, also, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist es natürlich geil, dass man direkt ins Spiel reinkommt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es dauert ewig, bis man wieder rauskommt. Was bedeutet? Pustekuchen, ne, ist alles genauso scheiße wie vorher. Oh, sogar Dritter. Ha, schade, dass wir nicht gewonnen hätten. Dann würde ich jetzt da ganz cool stehen. Seht ihr, 12 zu 10. Ist gar nicht mal so schlecht, ne? Quote 1,2 geht eigentlich. Es ist gar nicht mal so übel. Wenn man bedenkt, dass ich vorher so schlecht war, dass ich eigentlich so gut wie gar keinen getroffen habe. Jetzt
Es geht. Das. Ja, ich habe die 52 Abschüsse. Jetzt habe ich mit der MP schon 250 Leute abgeknallt. Das muss man sich mal vorstellen, verdammte Scheiße. Sehen Sie, schon ist die Party wieder voll. Da unten ist jetzt so eine Restzeit. Bedeutet, hier werde ich jetzt einen Cut einfügen, da die Zeit erstmal ablaufen muss. Dann müssen das und das. Und das dauert wieder, was ich, eine halbe Minute oder eine Minute. Und darauf habe ich keinen Bock. Also mal kurzer Cut. Und machen dann hier weiter. Wie ihr seht, haben wir jetzt eine neue Map, 100. Das ist eigentlich auch eine ganz geile Map. Auch leicht, na gut, verwinkelt. Nein, ist eigentlich nicht. Sehr offensichtlich. Das letzte Mal, als ich nicht aufgenommen habe, leider bin ich abgefahren wie eine Sau. Richtig so, bababab, gleich mal eine 6er Abschussreihe. Aber nein, hier sind wir wieder jetzt übelst Mechanische am Infanterie. Die Abkacken. Nein, ich Speerspitze. meine, der Anfang war gar nicht so schlecht, Bewegung. ne? In der letzten Folge. Das ging, letzten Folge. Letzten Kampf, letzten Folge. Es gibt nur eine Folge. Da bin Entladen ich so ein und Dummschwätzer exekutieren. heute. So! Eliminieren Sie feindliche Spieler! Warum lacht das Skelett eigentlich jedes Mal? Ich verstehe es nicht. Das ist nicht zum Lachen. Yeah, Slide! Es ist einfach nicht zum Lachen, Mann. Eigentlich muss man die Kacke heulend betrachten. Nicht wegrennen. Erwischt! Oh, ich hab ihn! Ich hab ihn! Gut, jetzt da runter. Ja, ich tauche auch mal ab. Zack. Und los geht's. Und hoch mit. Tja, da. Ah, schade, das wäre zu schön gewesen. Aber ich habe ihn wenigstens schon vorgeschwächt, sodass der andere ihn erwischt hat. Das nennt sich Teamwork, Leute. Opfert euch für den Freund. Lasst euch abknallen, sodass der Freund den abknallen kann und sagen kann, Alter, ich hab's geschafft, den abzuknallen. Dann ist nämlich alles gut, dann seid ihr gute Freunde. Bitte nicht so wörtlich nehmen mit dem Abknallen, ne? Nicht cool. So, da oben. Da. Alter! Ab und zu, ich darf mich nicht so auf das Reden konzentrieren, obwohl ich eigentlich nur Bullshit labe, aber trotzdem. Weil dadurch. Huah. Nein! Schade, das wäre jetzt zu cool geworden. Okay, keine Trickdinger mehr hier. Wir liegen 13, 17 hinten. Ist jetzt Zeit, dass ich jetzt ein bisschen ernst wieder mache. Also sprich, ich hol den Holger. Und dann kann ich. Gott, war der schlecht! Scheiße, Mann. Ich glaube, da kommt gleich noch einer und legt sich um. Also, bedeutet, ich hol den Holger. Verdammt! Das ist eigentlich immer das Traurigste, wenn man über die eigene Witze lachen muss. Oh, Scheiße. Das ist wieder so der Moment, wo der andere steht. Oh, ja, komm, der lauft mir gerade voll in die Knarre rein. Ja, oh, da unten werden sie wieder abgeschlachtet, meine Kollegen. Vom, ja. Vom, was auch immer. Da fehlen mir schon wieder die Worte. Weil ich einfach jedes Mal so verwirrt bin irgendwie von meiner Gesamtsituation hier. Alter. Ah, ich bin immer so geschockt, wenn da einer jemand um die Ecke kommt, so auf einmal, weißt du. Ohne dass du damit rechnest. Sowas hier, okay. Ah, ja, wo kam der jetzt wieder her? Ah. Okay, der hat ausgenutzt, dass ich abgelenkt war, der Babsack, der Dreckige. Den schnapp ich mir jetzt. Alter, was ist das? Raketenwerfer, verdammte Scheiße. Nicht cool. Oh nein, noch besser. Ha, eine Kampfdrohne. Ja. Gut, ne? Sag ich auch immer. So, Kampfdrohne, komm mal her. Da, 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 da. Na du, hast du ein paar Muskelzuckungen? Scheiße! Nein, nein, nein. Das ist echt kacke, Mann. Aber sehr witzig. Ich glaube, das nehme ich als catchy. So. Kann ich da eigentlich hoch? Alter, geil. Kannst du ja voll campen, Mann. Voll die übelste Hinterhalt legen. Falls sich nicht einer von da anschleicht, so wie gerade. Verbündete Drohne nähert sich. Drohne nähert sich. Was für eine Drohne? Was für eine Drohne? So, Leute, wo bist du, Alter? Wo ist der Penner? Da war doch gerade.
Alter! Sag mal, wie lange hat denn der das Scheißding noch? Das gibt's doch nicht. Das kann doch alles nicht wahr sein, verdammt. Alter! Also das ist ja mal richtig ein unfaires Drecksgefährt hier. Ich glaube, es geht ab. Komm schon, zeig dich, mein Freund. Zeig, was du kannst. Zeig deine Angst. Feind ausgeschaltet. Feindliche Drohne gesichtet. Nur noch 4, verdammt. Okay. Junge, du kriegst doch so auf die Kasse. So. Gut. Ja. Wir liegen leicht hinten. Mit 11 Punkten. Haben die anderen mal wieder schön die Führung ausgebaut. Alles mit Sicherheit nur wegen diesem Bastard. Ah, nein, wegen dieser Drohne. Das ist, nicht cool. Also mir bleibt schon wieder die Luft weg. Das ist nicht mehr schön. Weg bin ich, weg bin ich. Schwimm, 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 schwimm. Feindlicher Cerberus unterwegs. Boah. Aha. Gut, schon wieder verloren. Das ist geil. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch, weil ich will auch mal zeigen, dass wir gewinnen können. Das war gerade so ein Moment der Stille. Muss man dazu sagen, das muss auch manchmal sein, damit, sich mein Hals etwas rekapitulieren kann. Weil das Problem ist durch diese ganze Erschreck-Dinger hier, wie ich gerade auch an dem Aufnahme Sinuskurven-Gedöns, was auch immer da sehe, bisschen übersteuert das Mikro. Das kommt vor. Werde ich ein bisschen bearbeiten, sodass es nicht ganz so schlimm klingt. Ha! So. Was ist das eigentlich da? Inkomplex. Ja, du hast komplexe, verdammte Scheiße. 2, 4, 6, 7... Warum sind wir 7 Leute, verdammte Scheiße, gegen 6? Das ist irgendwie... Also, will ja nichts sagen, ne? Aber das ist ein bisschen unfair, ne? Und wir verlieren auch noch. Da will ich nichts sagen, das ist ein bisschen peinlich, ne? So. Haben wir das Ganze mal wieder geklärt? Ich würde sagen, noch eine Runde. Noch eine kurze Runde. Ich meine, ihr kennt das Ganze ja, deswegen einfach wieder einen Cut jetzt hier an dieser Stelle. Und machen dann hier jetzt wieder weiter. Muss euch leider mitteilen, dass es schon wieder die Map Hunted ist. Ich habe natürlich zugestimmt, Zufall. Aber die anderen haben natürlich gestimmt, nochmal. Wo ich wieder denke, Leute, nur weil ihr da gewonnen habt, wollt ihr nochmal oder was? Wobei das Gute ist, dass öfters dann mal die Teams neu zusammengewürfelt werden. Mal kurz drüber blicken. Kann sein, oh, eine Sense ist dabei. Schön. Gut, also, stehen wir jetzt wieder hier. Machen das Ganze nochmal. Diesmal sind wir Black Ops. Black Ops. So. Schwarzes Obst. Das sind wir schwarzes Obst. Und hoffen, dass es diesmal ein bisschen besser läuft. Slide. Gegen den Türpfosten. Geil. Diesmal kriege ich euch alle. Oh mein Gott. Echt nicht so geil. Was war denn das gerade? Der Typ stirbt einfach. Ist kein Anstand oder was? Ah! Das nennt sich Baseline, Leute. Ein fester Bestandteil von Beatbox. Die Baseline wird meistens... nein, das soll jetzt kein Lehrgang-Video hier werden. So. Ich habe das Gefühl, irgendwie spielt es heute gar nichts hier ab, sondern mehr da unten oder was? Hallo? Wo kommt der auf einmal her, verdammte Scheiße? Leute, Leute! Verdammt! Das sind immer wieder faszinierende Scheiße hier. Gut! Da hat's geknallt und einer ist tot. Keiner weiß genau, warum er tot ist und warum es das geknallt hat. Kam es von da, kam es von da. Da hat's schon wieder geknallt, niemand ist tot. Und wieder weiß keiner, warum. Das ist immer sehr geil. Ich kann natürlich nur hoffen, dass ich jetzt bald mal
einen Gegner hier finde, den ich dann auch töten kann. Ansonsten wird das so eine traurige Vorstellung. Yeah! Da seht ihr, ne? Ich muss mir das nur herbeisehen und schon kommen sie. Schon kommen sie. Bestätige den Abschuss. Level 18, woo, Gunnery Sergeant 3, yeah, ab geht's. Alles klar. Da oben scheint gut Party abzugehen. Verdammt, verdammt, verdammt! Nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Ich hab gesagt, nicht mit mir, verdammt. Warum? Slide. Autsch. Ja, oh Mann. Ich hab grad selber Angst vor dieser Lache gehabt hier. Verdammte Kacke. Ist gar nicht mal so cool, wenn man selber Angst vor seiner eigenen Lache hat. So. Alter, da kommt einfach mal die Drohne von oben runter. Alter. Schon wieder dieses Drecksding. Ja. Achtung, feindliche Drohne. Erwischt. Oh. Apropos erwischt. Der hat mich auch erwischt, ja. Egal, Hauptsache wir haben das Ding zerstört endlich. Kann ich das Ding da fahren? Fahr ich alle platt, mach ich all kaputt. Weil ich glaube, wahrscheinlich bin ich der Einzige mit dem Führerschein. Ne? Alle anderen sind wahrscheinlich noch viel zu jung, um Auto zu fahren. So! Cyborg eliminiert. Komm her. Aha. Gut. Ich tippe mal, dass er da wahrscheinlich außen rumläuft gerade. Oder gelaufen ist, oder laufen wird, oder laufen will, oder laufen soll, oder laufen muss. So. Nö, warum dann? Gut, 31, 44, das gibt's nicht mehr. Wir verlieren ja schon wieder. Ich weiß nicht, vielleicht liegt's auch einfach an mir. Ah, der war gut. Als ob das an so einem Genie wie mir liegen kann. Alter. Alter. Alter, Alter, Alter. Wart, Hauptsache fast. Ich sag nicht, ich hab gerade mein halbes Magazin auf meine eigenen Leute abgefeuert. Das kommt vor. Alter, tut er mir voll eine reinzimmern. Ich glaube, es brennt. Leute. Leute, Leute. Voll eine draufhämmern. Ihr seid echt nicht mehr ganz sauber, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Oh, nö. Fast, aber der Penner tut natürlich auch noch schön per Kopfschuss. Verbündete Konter. Ein paar Punkte geholt. Ja, vielleicht. Was, ein feindlicher Cerberus gesichtet? Alter, was war das? Jetzt sagt nicht, dass schon wieder so eine scheiß Drohne da rumfährt. Yo! Ne? Seht euch das mal an. Das ist echt widerlich eigentlich. Batz, zack, da liegen meine Ärmel irgendwo da rum. Wo ich mir nur denke, Alter. Ist noch alles klar bei dir? So, am besten gehen wir da oben rum. Renn du mal vor, damit ich nicht sterben muss. Das nennt sich Freundschaft. Das ist Zeit, die wir verbinden. Momente und Erinnerung, Liebe, die uns bindet. Verdammte Kacke. Liebe, Hass, Liebe. Einfach nur noch reiner, purer Hass. So. Nein, Quatsch, ich hab euch alle lieb. Da hinten, da hinten, da hinten. Ei! Das ist echt zum Heulen manchmal, ne? Achtung, feindliche Talon unterwegs. Das ist übrigens auch geil, habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Wenn da so drauf rennst, zack. Der alte Matrix-Mensch. Gut, die ist verbündet. Das habe ich jetzt. Ah, das ist gut. Das habe ich jetzt gerade gnadenlos gemerkt, weil ansonsten hätte er nämlich gerade mich getötet. Seht ihr, so findet man raus, ob eine Drohne eine Verbündete ist. Einfach toll. Toll! 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 Ja, einfach hinstellen in den Weg und wenn es bumm macht, war sie doch nicht verbündet. Nein. Okay, dann haben wir mal wieder ganz toll verloren. Wunderbar. Das war's mit dieser Folge.
würde sagen, das reicht auch mal. Genug Niederlagen gehabt, genug komische Maschinen fressen gesehen, die ich gerade rein konnte. Ja. Macht's gut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder mit Infamous Second Son, denke ich mal. Bis dahin, macht's gut und haut rein.